Willkommen Leute, ein weiterer Teil Assassin's Creed Origins steht uns bevor. Und ja, auch wenn es gerade ein bisschen heiß draußen ist und die Bude ordentlich hochgeheizt ist, quälen wir uns mal durch diese Episode. Es könnte auch sein, dass bedingt durch die Temperaturen ich vielleicht auch mal eine kleine Pause einlege. Denn es macht absolut keinen Spaß, in einer warmen Butze zu zocken. Definitiv nicht. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siva. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Arya. Wir suchen immer noch Hemus Mörder. Ja, wir werden. Wachen voraus! Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Ja, die Braut ist ein bisschen aggro drauf. Die ist ein bisschen durchtränkt von Rache. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre Bayeks Part, aber sie ist schon hart drauf. Er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Aber nur, wenn du die Tage zählst und nicht die Ziele, Bayek. Komm, beeilen wir uns. Da sind ja Wachen. Hier ist doch irgendwas im Gange. Was denkt ihr denn? Ihr wollt Kleopatra umnieten? Caesars Männer? Und dann denkt ihr, hier sind keine Wachen oder was? Also hin und wieder sind die Gedankengänge und Dialoge schon ein bisschen dämlich. Aber wir folgen ihr einfach mal. Es wird schon hier irgendwie passen. Das ist doch die Grabkammer von Alexander dem Großen. Glaubst du, du kannst mich damit besiegen? Apollodoros! Wir müssen uns beeilen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Aber wir gehören hierher. Wow, ist ein bisschen dunkel hier. Wow, okay, der will's wissen. Dann kriegt er's auch. Hör auf zu zappeln. Du überlebst so nah. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Sphäre ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Bayek, Aya. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los! Gute Reise, Apollodoros. In das Haus des Hades. Okay, kleiner Spoiler. Es ist doch nicht Caesar, der ganz oben an der Spitze steht. Da habe ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt werden wir genau nach Siva kommen. Es ist völlig still. Sogar die Tiere. Ah, okay. Irgendeine Plage hat das Dorf befallen. Ich habe jetzt irgendwie mit einer Zwischensequenz gerechnet. Flavius. Wir hätten ihm längst die Moment, lasst uns noch mal eben schnell schauen. Hier haben wir das Ziel. Flavius ist ganz oben, aber der Schakal ist ja auch noch am Start. Wir sollen das Gewölbe erreichen. Okay. Ah, da fällt mir ein. Wir haben hier die Möglichkeit, noch mal ein bisschen unseren Schaden zu erhöhen. Sollten wir, glaube ich, auch machen. Ah, shit. Reicht nicht mehr aus für andere Dinge. Schade. Und hier... Ja, gehen wir ruhig mal auf ein bisschen mehr Schaden. 1% mehr Schaden. Jetzt können wir richtig einen raushauen. Römische Soldaten.
Sicher Flavius Männer. Sollen wir die umhauen, oder? Ja, ich glaube, ich baue hier schon wieder Scheiße und pull so viele Viecher, dass ich dann richtig Probleme haben werde. Na komm schon. Okay, Aya wurde aufgehalten, dann sollten wir ihr, glaube ich, mal helfen. Wobei, einen hat sie jetzt umgehauen. Schaltet die Eindringlinge aus! Okay, das hat nicht so ganz geklappt wie gedacht. Aber sie sind tot. Interessant. Ich bin jetzt gerade etwas durcheinander und verwirrt. Ich weiß nicht, ob das eine normale Verwirrung von mir ist oder ob es die Temperaturen sind. Okay, wunderbar. Aya springt mit drauf. Dann reiten wir mal zum Gewölbe. Was ist denn das überhaupt für ein... Ach, okay. Der war auch am Anfang der ja mit der erste Maskenträger, den wir umgehauen haben. Flavius. Er brachte Cäsar und die Römer her und wollte die Macht übernehmen. Wir haben ihm vertraut. Wir waren Narren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wer Flavius überhaupt ist. Stark befestigt. Benimm dich, Liebster. Wir sind hier auf einer Mordmission. Wie, was erwartest du? Wie sollen wir uns benehmen? Der Dude hat den Sohn umgenietet. Also, ich glaube nicht, dass wir uns hier benehmen werden. Die Leute liegen hier alle am Boden vor Schmerzen oder weil die halb abgeschlachtet wurden. Gut, da kommen wir nicht rein. Da können wir uns auch nicht runter sneaken, aber hier... Na, da kommen wir natürlich auch nicht durch. Wo sollen wir hin? Ja, wunderbar, das ist nur eine Kabine. Oder haben wir vielleicht innen drin eine Treppe, die nach unten führt? Ja, das sind ja super Wachen. Der eine, der direkt neben ihm steht, wird abgemeuchelt und der Kollege reagiert gar nicht. Welcher Verrückte würde irgendwas Wertvolles in diesem Drecksloch verstecken? Okay, das hat nicht funktioniert. Weil ich gar nicht gesehen habe, dass wir da auch hätten... Nee, hätten wir auch gar nicht. Um die Säule laufen können. Ja. Alles irgendwie ein bisschen strange. Sei vorsichtig. Okay, das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Aber die Dudes sind schnell draufgegangen. Wunderbar. Ist das hier nicht vielleicht sogar der Ort, wo der Junge platt gemacht wurde? Da, das Gewölbe. Sie haben Angst vor der Tür. Sie fliehen. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Wir müssen wissen, was passiert ist.
Bayek, ist das ein Traum? Wir sind in der Duat. Wer könnte... Ich check nicht, was gerade abgeht. Wer hat das erschaffen? Die Götter selbst? Das ist die Geschichte der Menschheit. Bayek? Bayek. Das ist Hepzifer. Oh, mein Senni. Dein Leben endet hier im Wüstenstaub. Sie nahmen mir den engsten Freund. Schnell, halten wir Flavius auf. Nein! Wir können ihn nicht hier lassen. Er verdient eine Beisetzung. Geh voran, Bayek. Ich bin bei dir. Hepzifer wusste nichts über den Orden. Das ist alles ziemlich weird gerade. Flavius riss ihm das Herz raus als Botschaft an mich. Er hat Remo getötet. Mein Gefährte, bringen wir es zu Ende. Also diese ganze Technologie jetzt hier zu sehen, ist auch ziemlich weird. Hin und wieder haben wir da noch schon mal was gesehen. Immer Bayek. Auch an als Anlehnung an Desmond. Aber das eben ist nochmal eine neue Liga. Ich sah, was passiert ist. Es war furchtbar. Die römischen Anführer betraten das Tempelgewölbe. Septimius und Flavius. Die Objekte, die sie trugen, öffneten es wie von Gottes Hand. Hepzifer wollte sie aufhalten. Doch gegen sie war er machtlos. Sie betraten das Gewölbe. Ein blaues Feuer kam heraus. Ich lief um mein Leben. Das ganze Dorf verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden wie Puppen. Sie haben Siva zerstört. Sie müssen sterben. Ihr müsst dem ein Ende setzen. Bayek, Aya, die Gebete des ganzen Dorfes werden euch unterstützen. Lass uns Hepzifer zur Ruhe bitten. Und dann sorgen wir für Gerechtigkeit. Lasst die Einbalsamierer kommen. Wir beten, dass Anubis dieses Schmuckstück statt seines Herzens annimmt, auf das Hepzifer frei im Gefilde der Binsen wandeln kann. Hepzifer, alter Freund. Also eben konnte man ja auch Hepzifer sehen. Dort war im Bereich des Herzens gar nichts. Also da hätten sie auch vielleicht ein bisschen mehr investieren können. Bayek? Hepzifer hätte gewollt, dass du das bekommst. Die Waffe, die er allen anderen vorzog. Eine Ehre. Ja, die scheint auch stark zu sein. Auf jeden Fall ein Punkt mehr als das, was wir haben. Brenn bei Treffer, sehr nice. Das hatten wir bislang noch nicht gehabt. So, das ist der Sohn, der hier begraben ist. Remo, deine Mutter und ich sprechen immerfort von dir. Die Dorfbewohner haben einen Römer gefangen und verhört. Flavius will nach Kyrene und Septimius nach Alexandria. Ich töte Flavius. Es gibt einen Hof an der Grenze zu Kyrene. Vielleicht hat dort jemand Flavius durchreisen sehen. Was mich angeht, ich werde Septimius das Herz herausschneiden. Ich habe das Gefühl, dass uns das Unglück verfolgt, wohin wir auch gehen. Vielleicht sollten wir uns doch trennen. Es ist schwer. Ich will nicht loslassen, aber... Jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich an Remo und an alles, was wir verloren haben. Ich auch. Also vorläufig töten wir. Leb wohl, Arya. Okay, das war jetzt mal ein Abschied, der auch hier wieder ziemlich weird ist. Aber gut, wer sind wir, das zu entscheiden?
Das Schöne ist, dadurch, dass ich hier auch sehr viel freigeschaltet habe, können wir uns hier auch direkt den Turm greifen, jumpen dann gleich eben aufs Pferd und dann geht's ab zur Quest. Wenn die Ladezeit mitspielt, das tut sie auch einigermaßen. Wunderbar. Ja, ein bisschen Schwund gibt's immer. Und dann lasst uns mal zur Mission düsen. Aber jetzt wissen wir immerhin, dass das Öffnen des Gewölbes, ja, mit diesem komischen Apfel, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er richtig heißt, und dem Stab von Alexander, das hat halt dazu geführt, dass alle down gegangen sind. Verärgere den Vorarbeiter nicht. Wir wollen nicht, dass er uns... Ja, schauen wir mal. So, hier können wir den guten Senno mal wieder rausholen. Ja, Flavius wird doch jetzt nicht in dieser Bruchbude sein. Da kriegen wir doch bestimmt nur den nächsten Hinweis. Wow. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Wo sind denn hier überhaupt die Wachen? Ja. Nee, wir haben keinen getriggert. Halt, Mereruka! Ich bitte dich! Bei meinem heiligen Eid, vergib mir! Frieden! Ich bin nicht dein Feind! Es tut mir leid. Es ist nur... Er hatte so ein sanftes Wesen. Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm, suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxela, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Ja, ich bleib dabei, alles irgendwie ein bisschen weird. Sie standen ihm im Weg. Und jetzt die Braut aus dem Land der Verrückten. Mal schauen, was die so beitragen kann. Nenet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern, mein Sohn Kade, einfach jeden. Und dann kam er. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Steinen verscheuchen. Etwas Goldenes, Leuchtendes in der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich, alles hier weinte und schrie, rannte und starb. Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet, ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht, biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben, wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich habe die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen. Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Wirst du Flavius folgen?
Ja, deswegen sind wir hier. Genau, lauf durch die Meute der Soldaten. Aber schön hier durchgesneakt. Ich muss. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Du wirst ihn wiedersehen, im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene, das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines Ka. Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines. Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Was wollen Sie von Nenets Sohn, Kade? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerüchte, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Gegen Ägypten? Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenet zu meiner Klinik in Balagrai, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann. Die Dialoge sind aber schon irgendwie ein bisschen dumm, weil, was ist denn das für eine Frage? Du musst deinen Sohn vermissen. Was denkst du denn? Der wurde umgebracht, klar. Naja, hoffentlich nimmt das nicht noch irgendwelche abstrusen Ausmaße an sich. So, da ist jetzt quasi ihr Verbindungsmann, der alte V-Mann. Da ist er, wunderbar. Schauen wir mal, was er uns hier zu sagen hat. Auch wenn es aussieht, als würdet ihr gewinnen. Ja, die ganzen Sidequests können wir später auch noch machen. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Balagre zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als sie nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Pah. Und wie setzte dich unser höchst ehrenwerter Magistrat unter Druck, Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Und jetzt? Geht es ihr gut? So gut es jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte? Wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitung. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren. Nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus. Dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. Ja, okay. Wir möchten die Welt so haben, wie... Wo müssen wir jetzt hin? Da hinten, alles klar. Aus dem gähnenden Schleier des Nichts, dem dunklen Abgrund. Düsen wir mal komplett durch. Ja, also seitdem Kleopatra jetzt wirklich Königin ist, ist die Story irgendwie eigenartig. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu abstruse Ausmaße annimmt.
Im besten Fall ist das jetzt nur so eine kleine Phase, die ein bisschen schwach ist. Aber ein schönes, episches Finale wäre halt schon geil. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Oh, sehr schön. Ich habe schon im ersten Moment gedacht, dass wir hier nicht wirklich hochkommen. Eieieiei. Oh, guck mal hier, wie das Schwert brennt. Richtig nice. Oh, könnte ein Problem werden, wenn ich hier zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Da haben wir jetzt keinen drin, ist wunderbar. Da haben wir jetzt auch mal ein paar Büsche, das ist der auch Tempel gut. Des Mars. Schön, die römischen Götter außerhalb von Rom zu sehen. Prokonsul Flamm. Okay, an unserem Ziel hat sich nichts geändert. Drecksloch? Nicht schade drum. Ah, Bayek. Die reden gerade schlecht über dein Heimatdorf. Na, komm ruhig hierher. Na, komm schon, beweg dich. Und weg mit dir. Das wäre auch zu einfach gewesen, wenn wir da jetzt einfach durch die Tür durchgehen hätten können. Aber oben wird doch hoffentlich irgendwo... Nein, kein Loch. Da haben wir jetzt auch keinen Balkon. Und down ist er, sehr schön. Ja. Da oben scheint aber auch nichts kaputt zu sein. Zack, einmal reinwemsen, draufhauen, tot. Oder müssen wir uns eine Etage drunter irgendwie einen Weg suchen? Jetzt auch down. Kommt davon, wenn du zu lange reinschaust. Okay, da kommen wir jetzt so nicht durch, auch nicht mit roher Gewalt. Ja, wo haben wir jetzt einen Eingang? Wir werden jetzt erstmal ein bisschen meditieren, damit es hell wird. Kann ich auch deutlich besser sehen. So, sehr schön. Tageslicht, wunderbar. Na? Okay, der fällt jetzt einfach so tot um. Ultimem Quod, Tentasset! Ja, immer reinwimsen, draufhauen, down. Ah, das Brennen ist schon irgendwie geil.
Aber wie kommen wir da jetzt rein? Meine Theorie, dass wir uns hier irgendwie seitlich durch den Gang reinbewegen können, zerbricht gerade. Oder was ist das hier? Nein, natürlich nicht. Ja, das klappt auch nicht. Siehst du? Nicht zu! Et non movere! Ultimem cord! Tentatet! Na komm schon, steh auf. Wieso der eine Dude da jetzt tot runterrollt, keine Ahnung. Ja, shit, was machen wir denn da? Oder brauchen wir vielleicht irgendwie so eine Art Schlüssel vom Hauptmann? Ja, den hätten wir jetzt nicht umhauen müssen. So, der war kein Problem. Der ist jetzt auch kein Problem. Ah, der hat kein Schild. Sehr schön. Der hat's weggepackt. Großer Fehler. Ist jetzt auch down. Aber die machen das Ding hier nicht auf. Sind die Fenster gar nicht... Ach, ich Depp. Die waren gar nicht zu. Denkst du etwa, ich kann nicht spüren, wie du in den Schatten umherschleichst, Bayek von Siva? Ich folgte deiner Spur von Mord und Wahnsinn den ganzen Weg von meiner Heimat aus. Und nun verantwortest du dich für meines Sohnes Tod, Römer? Nein, Ägypter. Nun verbeugst du dich vor deinem Gott! Oha! Du bist Mörder meines Sohns, meiner Freunde! Okay, das war jetzt nicht wirklich viel Schaden, den Warum er reingedrückt bekommen hat. Du hast mich nicht damals in Alexandria getötet. Du hättest dem Orden beitreten sollen. Du brauchst uns. Doch du wähltest Sklaverei. Oh. Da war die Säule im Weg. Der Mörder meines Sohnes verkriecht sich in einem Tempel. Dein Magi-Freund Hepzifer hatte auch so eine störrische Art. Wie dein Sohn. Ja, shit, das Ausweichen hat nicht funktioniert. Oh, das sind nichts als Tricks. Ausweichen und dann kontern passt. Ja, nicht ganz. What the fuck? Okay, da haben wir. Deine Zeit auf diesem Sand ist vorbei. Dein Wille wird schon brechen irgendwann. Wie bei so, allen sehr anderen. Schön. Da haben wir schon mal die Hälfte der HP weg. Meine Macht, mein Potenzial. Spürst du das nicht? Bislang noch nicht, nee. Oh. Du bist doch nur ein Bauer. Kameltreiber und Mistkäfer. Mehr gibt es in Ägypten nicht. Okay, dieses Wegporten fuckt du mich schon ein bisschen Sohn ab. Du hast meinem Sohn das Jenseits verwehrt! Ach stimmt, dadurch, dass er ihm das Herz herausgeschnitten hat. Wow. Okay, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Auch, dass ich mein Adrenalin nicht verliere, weil das brauchen wir gleich.
um den Dude platt zu machen. So, wo seid ihr? Genug! Stell dich mir! Ja, zu langsam den Falschen anvisiert. Sehr schön. Wunderbar. Ich schneide dir das Herz raus! Oh, da muss ich zur Seite gehen, weil sonst... Irgendwas stimmt hier nicht. Der kann doch noch nicht tot sein. Das war ein bisschen zu leicht. Er war ein Kind, Flavius! Mein Kind! Diese eine Sache bereue ich nicht in meinem Leben. Du sollst nie zur Ruhe finden! Durch den Tod deines Sohnes hat sich der Orden mir gebeugt. Und auch Cäsar. Ich hatte Rom. Er verschaffte mir ein Imperium mit 1000 Söhnen. Jeder größer als der vorangegangene. Ja! Komm schon! Bring es zu Ende, du Feigling! Du verschwendest meine Zeit! Ich kann es nicht! Schon gut, Papa. Nein. Ich verliere dich für immer. Nicht für immer. Ich werde im Gefilde der Binsen auf dich warten. Verstehe ich nicht, wieso der Sohn das jetzt gemacht hat und nicht Bayek selbst. Vor allen Dingen, der hat den Mörder seines Sohns, anstatt ihm platt zu machen, sagt er, nein, ich kann nicht. Das Relikt darf nie wiedergefunden werden. Aya muss erfahren, dass Remus Kar Ruhe gefunden hat. Alles klar, und wo müssen wir dafür hin? Der letzte Magi, okay. Alexandria... Ja, wir haben ja hier noch einen Dude, den Schakal. Hoffentlich hat er nicht Aya platt gemacht. Das wäre etwas ungeil. Dann hat Bayek alles verloren. Also storytechnisch oder vom Fortschritt her waren wir bei 66%, Quatsch, 67%, also zwei Drittel. Das heißt, theoretisch könnten wir hier noch einen Storystrang haben mit Caesar und Kleopatra und sowas. Da ist ja eigentlich auch noch eine Rechnung offen. Was ist denn das hier für ein Bums? Bayek. Es ist so lange her. Flavius ist tot. Ich habe viel durchgemacht, um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Remo hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom, um... Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Aya? Du vergeudest deine Energie. Ah. Du bist der berühmte Magi. Phanos spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius und Caesar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Aya, wir brauchen dich.
So kann ich es nicht enden lassen. Ah ja, diese verfluchte Sphäre sollte für immer versteckt werden. Sie bringt nur Schmerz. Ja, und dafür packst du die in eine Kiste? Ah, okay, wir sind schon wieder draußen. Ja, und das war jetzt auch... Du hättest das Ding doch wenigstens irgendwo in der Wüste vergraben können oder mitnehmen können. Und wenn ihr dann mit dem Schiff nach Rom fahrt, im Mittelmeer irgendwo versenken. Ich glaube, jede Idee wäre besser als das, was er gemacht hat. Aber okay, vielleicht... Ist da ja auch noch ein tieferer Sinn irgendwie verborgen? Aber eben auch als Aya gegangen ist, hätte er ja auch sagen können, hier, Vibe, warte mal, ich komme mit dir. Aber anscheinend will er gar nicht mit Aya mit, denn die nächste Quest heißt... Sprich ein letztes Mal mit Aya. Idioti, genau. Also ist für mich alles nicht wirklich nachvollziehbar gerade. Zumindest, dass sie sich rächen möchte, ja klar, verstehe ich. Aber dass er dann nicht mitkommen möchte, um dann auch noch die in Caesar abzumeucheln, das verstehe ich überhaupt nicht. Unsere Siege haben sich vervielfacht, unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns, und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte. Berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Ja. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Bayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Wow, das fand ich jetzt sehr stark. Und wir wissen auch, woher das Assassinenzeichen kommt. Also die Zwischensequenz war echt geil. Habibti, ich hätte auf dich hören sollen. Oh, Habibti,
Das müssen nicht deine letzten Worte sein. Wer zum Teufel bist du? Ah! Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Der Assassine? Dann weißt du, wer ich bin. Wir, die Assassinen, haben dich beobachtet. Es ist ungewöhnlich für eine Angestellte von Abstergo, sich für Revolutionen zu interessieren. Da hast du recht. Wir wissen von deiner Arbeit mit dem Animus. Erstaunlich, was du und Diana geschafft habt. Die? Sie haben euch reingelegt, oder? Sophia Ricken hat euch so viel versprochen. Das reicht. Wir reden nicht über sie. Gut. Es gibt genug anderes zu bereden auf unserer Reise nach Alexandria. Du glaubst, dass ich dich begleiten werde? Tja, welche Optionen hast du denn? Du kannst mich begleiten. Oder du kannst hierbleiben und den Totentanz nochmal tanzen. Und nochmal, bis du einen Fehler machst. Sie brauchen nur einen Fehler. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor. Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unserer Version davon. Und bei uns steht es dir immer frei, alles auf deine Art zu machen. Na gut. Probieren wir's. Das heißt nicht, dass ich auf deiner Seite bin. Das reicht. Okay. Wollten die nicht nach Alexandria reisen? Gut, also die Zeiten, wo man außerhalb vom Animus geile Abenteuer hatte, sind anscheinend auch komplett vorbei. Ist das für Foxy das? Ein Geschenk? Nein. Ein Relikt. Ich will nicht darüber reden, Damastes. Ist das nicht Bayex? Überlass es mir, ich bringe es selbst zu Foxy das. Er liebt solche Dinge. Ich töte dich. Wie wär's damit? Ich bin nicht in der Stimmung für Diskussionen. Im Morgengrauen passierten wir Neapolis. Bei starkem Wind erreichte das Forum Romanum in 2 Tagen. Es ist aus zwischen euch, hm? Ich spüre es. Keine Entscheidung ist einfach. Du bist eine Auserwählte. Und nun bist du frei, wie ich. So beginnt ein neuer Tag. Nun gut, dann segeln wir mal nach Rom. Dort hat Aya auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erledigen. Ich glaube, die Geschichte der Assassinen ist noch nicht vorbei. Wobei, ich habe mich hier bei diesem Game schon so oft getäuscht, wer weiß. Eine römische Flotte voraus. Siehst du sie? Aber lass deine Deckung nicht fallen. Wir müssen annehmen, dass sie uns erwarten. Nee, ich sehe die römische Flotte noch nicht. Begierig, alter Mann. Begierig, den Abschaum zu erledigen und mich dem nächsten Abschaum zuzuwenden. Unendlicher Abschaum! Das ist die Welt, in der wir leben. Wo ist die römische Flotte? Das sind unsere Verbündeten? Schneller! Ah, da hinten taucht langsam was auf.
Drei Schiffe. Wir sind entdeckt worden! Die Fackeln rufen die Flotte herbei. Bereitet euch vor! Im Rhythmus bleiben! Und noch mehr. Da kommen sie! Vorwärts, Männer! Bedeckt die See mit ihren Schiffstrümmern! Die Ruder! Erhöht das Tempo! Allala! Allala! Feuer! Achtung! Schlag zurück, Senu! Okay, das hat gepasst. Deckung! Schlag zurück, Senu! Achtung! Bereit zu feuern! Bereit zu feuern! Da haben wir gleich das erste Schiff down. Wunderbar. Die Lieder, die man über uns singen wird, wenn dieser Tag zu Ende ist. Wenn das geschieht, Foxy, das wickle ich mich in Seetang wie eine Sirene und singe lautheits mit. Ich nehme dich beim Wort. Schön in Deckung gehen. Glaub mir, du würdest das bereuen. Zweite Welle ist durch. Bringen wir es hinter uns. Na, komm schon. Einmal burnen wir noch raus. Da sind sie. Versenkt. Jetzt wartet nur noch eine auf den Abgrund. Verpunkt. Normale Fahrt. Zurück, Senu. Oh, jetzt haben wir einen schönen Konter hinbekommen. Wunderbar. Feuer. Mehr Tempo. Bereit zu feuern. Das Segel ist so gut wie weg. Okay, damit haben wir auf jeden Fall die drei Schiffe erledigt. Sie hetzen Feuerschiffe auf uns! Götter. Unsere Flotte ist zu dicht formiert. Sie erwischen uns. Wir sind in der Unterzahl. Da sind so viele Höllenschiffe. Wir versenken sie, bevor sie uns erreichen. Wenn ja, sie uns das fressen, sind wir erledigt. War auch versenken mein sie. Plan gewesen. Mal schauen, wie das funktioniert. Na, komm schon. Feuer! Ja, die sollten eventuell ein bisschen zurückrudern. Nee, das passt. Mehr Feuerschiffe in der Nähe! Bei den Göttern! Die sind überall! Oh, hinter uns. Wir werden angegriffen! Fahrt an! Feuerschiffe Backbord! Ja, eigentlich können wir doch auch durchdüsen, weil das Land ist gar nicht mal so weit weg. Aber okay, gut, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Ja, erstmal durchgehen. Jetzt haben wir da auch ein bisschen mehr Distanz. Na, komm schon. Deckung! Fahrt an! Normale Fahrt! Feuer! Normale Achtung. Fahrt! Achtung! Wir werden angegriffen! Ja, das ist in Ordnung. Mehr Tempo! Das wird ihm mehr schaden als uns. Aber da ist noch so ein Ding. Ne, beide sogar erwischt. Sehr schön. Normale Fahrt! Auf geht's! Fahrt an! Normale Fahrt! Ah, shit, verzogen. Na, komm schon. Feuer! Zugleich! Normale Fahrt! Zu feuern! Feuer! Feuer! Achtung! Auf geht's! Normale Fahrt! Gut, dann haben wir da noch einen. Wunderbar. Hilf uns! Das ist eine Armada! Haben wir die Feuerkraft, um dagegen anzukommen? Ich wüsste nicht wie. Unsere Flotte ist zerstreut. Die Verbündeten fort. Wir sind erledigt. Reiß dich zusammen, du alter Seebär. Rette dein verdammtes Schiff.
Noch eine Flotte da! Verdammt! Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe! Nein, nein! Brutus und Cassius! Sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Männer! Fürchte dieses Biest nicht! Es ist ein großer und dicker Wal! Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich! Ach so, das ist ein Gegner. In deiner Jugend, oder? Ich habe eben gedacht, wieso schießen unsere Verbündeten auf uns? Und auch ein Philosoph. Aber was das waren sie gar nicht. Sein sollen. Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst ja, deren Glück. Hätten die uns vielleicht angegriffen. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende. Dann hätten weiter. Wir auch unsere Verbündeten sicher platt gemacht. Wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Auf geht's, normale Fahrt. Sagt es ja nur. So, da vorne haben wir nochmal was. Oh shit, wir sind ja gleich down. Das habe ich gar nicht gesehen. Schlag zurück, Senu! Deckung! Normale Fahrt! Achtung! Fahrt an! Normale Fahrt! Oh, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Volle Fahrt! Schneller! Wir rammen sie! Normale Fahrt! Leichte Schlagzahl! Feuer! Na, komm schon. Feuer! Deckung! Wow. Zugleich! Normale Feuer! Fahrt! Deckung! Aufprall! Bereit zu feuern! Normale Fahrt! Lande! So, down ist das erste. Aber wir auch? Ja, wir auch. Gut, dann müssen wir das nochmal machen, aber diesmal habe ich es gecheckt. Da! Verdammt! Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe! Nein, nein! Brutus und Cassius! Sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Männer! Fürchtet dieses Biest nicht! Es ist ein großer und dicker Wal. Aber wir tanzen um so, ihn herum. Jetzt wie kommt noch mal ein paar Brandbomben. Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho, ich hätte einer sein sollen. Und auch ein Philosoph. Was wir alles hätten schon sein sollen. Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst deine Memoiren schreiben. Vielleicht mache ich das. Und ja, shit, ich komme jetzt hier nicht weg und werde richtig gefistet. Lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Ja, das war jetzt richtig dumm. Normale Fahrt! Auf geht's! So, jetzt nochmal. Na, kommt schon. Ja, da muss ich auf die Weak Spots gehen, sonst ist der Schaden zu gering. Aber okay, auch Kleinvieh macht Mist. So, erstes Schiff ist down. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf die Jagd. Ist das da hinten oder normale wo Fahrt. Ist der? Leichte Schlagzahl. Ja. Nee, das da hinten schneller, ist einfach nur eine Spiegelung. Schneller, wir rammen geradeaus. Okay, da haben wir ihn jetzt gefunden. Feuern. So, und jetzt gib ihm. Achtung! Mehr Tempo! Fahrt an! Normale Fahrt!
Ja, schon nochmal ein paar Brandbomben rausgewämst. Helfen uns die Schiffe eigentlich auch? Wir rammen sie. Normale Fahrt. Bereit zu feuern. Irgendwie haben die bislang noch nichts gerissen. Na komm schon, komm schon, komm schon. Down. Wunderbar. Okay. Lasst es regnen! Nieder mit euch, Dämonen, zurück ins Meer! Hey, oh, Faulpelze! Formiert euch mit den anderen! Denn heute segeln wir gemeinsam! Zu welchem Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom. Okay. Dann sind wir vor den Haustüren von Rom. Oder auch in Rom. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Cäsar offiziell zum Tyrann erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Cäsar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen... Lasst mich euer Wolf sein. Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Diesen Kampf verschieben wir, denn wir sind zeitlich auch schon so an die erste Hürde gekommen und wie das Ganze ausschaut, weil danach werden wahrscheinlich auch noch ein paar Zwischensequenzen kommen, schauen wir uns natürlich auch nochmal an und wie schon am Anfang gesagt, es ist echt verdammt heiß und ich muss mal gucken, ob ich dann nochmal die Motivation aufbringen kann in den nächsten Tagen, das ein oder andere an Content fertig zu machen. Ansonsten spätestens dann, wenn die Temperaturen wieder einigermaßen normal sind und es auch in der Wohnung aushaltbar ist, werden wir auf jeden Fall weitermachen und uns das große Finale anschauen.